Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse. Und wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, bin ich auf meinem Kreuzritter und der sieht schon aus, als wäre er bereit, den neuen Gefahren des Patches zu trotzen. Die Flügel, woher es die gibt, das verrate ich euch dann später. Aber schauen wir mal zuerst an, was wir denn hier haben. Wir haben hier gleich mal ein Elite-Pack. Wir ziehen mal unsere Fähigkeiten. Elite-Pack tot. Das Ganze war jetzt auf Qual 10. Mit nur 2-3 Hits wurde das Elite-Pack getötet. Wie ist das Ganze möglich? Wir spielen mit dem guten altbekannten Ansucher-Set, also mit dem Dornen-Set des Kreuzritters. Das wird im Patch geändert, Schrägstrich, es wird gebufft. Der 6er-Bonus wurde erhöht auf 800%, von 600 auf 800%, also da schon mal 200% mehr Damage für diverse Fähigkeiten, sprich Bestrafen und Schlitzen. Und auch der 2er-Bonus wurde geändert auf 35%, also hier gab es auch einen Buff von 25 auf 35%. Somit haben wir einen Buff des 2er-Bonuses und wir haben einen Buff von dem 6er-Bonus. Das macht dann schon Auge mal B ein bisschen was aus. Also nochmal eine kleine Erinnerung, das ist jetzt kein fixer Guide hier, das ist ein Preview, wie es aktuell am PTR ist. Wenn das Ganze ready ist, findet ihr den fixen Guide unterhalb des Videos verlinkt. Da müsst ihr dann am Ende raufklicken, wenn der Patch live geht. Jetzt sieht es mal so aus, gefällt mir sehr gut. Kreuzritter, super spielbar, vor allem dann natürlich auch in den höheren Rifts. Und das hat sich nicht nur das Set ein bisschen modifiziert, das hat sich hier auch noch Kanais Würfel modifiziert, also was ihr hier in Kanais Würfel gebt, und zwar spielen wir hier mit dem Dornenschild. Das bedeutet also, Gegner, die von Provokation betroffen sind, erleiden den doppelten Schaden durch Dornen. Das klingt schon mal ziemlich super, ist es auch, da wir hier Provokation jetzt mit den Skills einfach reingezogen haben. Das bedeutet also, wenn wir irgendwo hinlaufen, wir suchen uns jetzt einfach mal schnell ein paar Gegner, sind eh hier, wir wirken hier Provokation. Und die Gegner, die eben davon betroffen sind, also das hat alles viel zu wenig Leben, um es jetzt hier wirklich auf T10 damit zeigen zu können, oder dass das Ganze hier auf T10 lebt. Also in der Regel können wir hier einfach durchlaufen und nur die Dornen, wenn die einfach nur mal kurz auf der Seite bei den Gegnern ticken, fallen die schon runter, beziehungsweise fallen die schon um, ohne dass wir jetzt noch irgendwie unsere Fähigkeiten ziehen, geschweige denn sogar vielleicht einmal auf die Mob selbst draufhauen. Also das ist echt der Wahnsinn. Ich hoffe mal, das Ganze wird es dann auch so auf dem Live-Server schaffen, damit man dann endlich mal ein bisschen weiter nach oben preschen kann mit dem Dornen-Set des Kreuzritters. Im letzten Patch wurde es ja dann vom Lon-Build überholt, aber jetzt durch den Buff sieht es eher vage aus für den Lon-Build und jetzt macht es natürlich gleich umso mehr Spaß. Wir haben jetzt endlich ein Elite-Pack Dornen an, wir stellen uns jetzt nur mal rein. Wirken unsere Fähigkeiten, die Gegner sind jetzt von allem Möglichen betroffen, warten, dass sie uns hitten. Und wie ihr seht, die dicken schon runter. Also ohne, dass wir jetzt noch einen Schlag gemacht haben, dicken die Gegner schon von selbst runter. Und wenn wir jetzt natürlich sagen, okay, jetzt hauen wir auch mal zu. Wie ihr seht, wir machen einfach nur ein paar Schläge, dass halt auch der Dornenschaden hochstackt und schon poppt das Ganze, beziehungsweise sterben alle. Hier mal ein Wert des Dornenschadens, 230.000. Ich laufe mal ein bisschen weiter, ist jetzt ein bisschen schlechter zu sehen, aber wir schlagen mal ein bisschen auf die Gegner zu. Aktivieren mal unsere Fähigkeiten. Wie ihr hier seht, Dornenschaden war kurz bei 1,5 Millionen. Sobald wir was finden, was hier mehr aushält, ist ebenso während des Spiels, was ich gesehen habe, 1,5 bis 1,7 Millionen ist so der Wert des Dornenschadens, welchen wir hier so praktisch während des Spiels immer wieder haben. Und jetzt noch, wie gesagt, die Flügel, ich habe es euch ja gesagt, das ist jetzt am PTR neu, ich weiß nicht, ob es am Live-Server schaffen wird, aber im PTR, ich habe auch ein separates Video dazu gemacht, gibt es jetzt neue Flügel, woher die bekommt und alles weitere erfahrt ihr auch in meiner Playlist, die ist auch unterhalb des Videos verlinkt, also wer noch ein paar Flügel brauchen könnte, schaut in die Playlist rein. Und für jeden anderen, der Dornenkreuzritter gespielt hat, also der Kreuzritter mit dem Dornenset gespielt hat, ich hoffe, er freut euch drauf. Glaubt mir, es wird ein bisschen gebufft. Ich finde es sehr gut, denn mir gefällt auch der Spielstil des Dornenkreuzritter, hier ein paar Millionen Zähigkeit oder ein paar hundert Millionen Zähigkeit zu haben und einfach mal die Gegner ein bisschen gegenzudenken. Lasst mich wissen, ob ihr auch vorhabt, im Patch, also im neuen Patch, einen Dornenkreuzritter zu spielen und ansonsten, was ihr noch gern verbessert sehen wollt oder wenn ihr auch ein anderes Set sehen wollt, welches vielleicht noch nicht in der Playlist ist, könnt ihr hier gerne Wünsche abgeben und bis dahin wünsche ich euch viel Glück, viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Video.